gleich in der Luft. Wirst du nicht. Ist alles okay? Shit. Okay, also damit habe ich nicht gerechnet. Ganz im Ernst. Wir laden das jetzt einfach nochmal neu und ich muss hier wieder die Aufnahme unterbrechen wegen Loading Screen. Kennt ihr ja. Ein Rotorproblem. Wartungsteam Alpha, bitte sofort aufmelden. Ja, das Wartungsteam Alpha habt ihr doch gerade eben erst alarmiert, also... Na gut, also... Das war also keine allzu kluge Idee. Da muss ich das anders angehen. Und ich würde sagen, einfach ein paar Leutchen abknallen, deren Munition stibitzen, das Fahrzeug klauen und Vollgas geben. Die kommen uns sowieso nicht hinterher, die sind ja schließlich zu Fuß unterwegs. Huch, wieder ins Wasser gefallen. So, ja, ins Fahrzeug ranschleichen. Latsch hier jetzt also nochmal ganz schnell. Achtung, alle Einheiten. Heute Abend wird es keine Fehlvorführung geben. Alle Unterhaltungsaktivitäten sind eingestellt, bis die zurzeit herrschende Alarmstufe aufgehoben wird. Vielen Dank. So, Heliklopper ist weg. Also das Ganze nochmal, wir kennen es ja. Hast du eine Waffe? Jawohl, du hast eine Waffe, so jetzt hier ganz schnell durchladen. Dann gehen wir hier nochmal in Deckung. Das war ja doch eine recht gute Position, um die erste Angriffswelle abzuwehren. Du Dreckskerl! Numero Uno ist weg. Soll ich da mal eine Granate rausschmeißen? Ach, ich weiß nicht, ich kann mit Granaten nicht so gut zielen. Ja, ja, ist wahr. Nächster weg. Hinten kam einer gelaufen. Kann ich eigentlich Türen aufschießen? Nee. In GTA 4 ging das. Mal ganz schnell Munition einsammeln. Na komm! Was ist los mit den Typen? Bist du tot? Wow, 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 wow! Was ging denn mit dem ab? Abgeknallt, aber hat sich nicht gerührt, oder wie? Ich habe hier irgendwie mehr Munition verschwendet als aufgesammelt. Also so war das nicht gedacht. Mal kurz hier rein. Da haben wir Medipacks. Noch so eine Rüstung. Das gefällt mir gar nicht. Wenn er da nur irgendwie reinkommen könnte. Och, nö. Okay, pfeift auf. Pfeif auf die ganze Munition, wir schnappen uns. Räuchert ihn aus! So. Ich glaube, dass Sie alle Daten von Zeugträger-Tankstation festhalten. Sie werden wohl mal einen Blick drauf werfen müssen. So, Moment, ganz kurz die Waffen einsammeln. Der hat gar keine Waffe. Geizhals. Und du? Eine Pistole, aber besser wie gar nichts. Also weiter. So, du hast ein M16. Das ist sehr schön. Oh Mist, jetzt kommt hier irgendwo dieser Helikopter. Nein. Ich will nichts helikoptern. So, was haben wir da? Legen wir gleich mal. So, jetzt hier noch schnell die Waffen aufsammeln. Zack. Und zack. Hallo? Zack. Hallo? Bloß ein M16? Geizhälse.
So, mit der Shift-Taste können wir hier übrigens zwischen den Sitzen wechseln, ne? Und da hinten kommen sie gelaufen. Du machst hier einen auf Scharfschütze. Okay, viel Spaß. Mit X switchen wir zwischen dem Feuermodus. Bei dem hier wäre es Raketenwerfer und MG. Ah, fast getroffen. Na komm. Gleich nochmal. So, waren hier nicht noch welche irgendwo? Ja genau, F1 war Kamera ändern, aber das war irgendwie nicht das, was ich gerade wollte. So, hier. Na? Hier wird gekämpft, Junge! Solltest du auch mal versuchen. So, jetzt jagen wir da noch eine Rakete rein. Na, komm. Ach, hat's ein altes Radio zerdeppert. Auch schön. Da hätten wir nochmal Munition. Ja, noch keine Munition. Ja, gut. Nochmal ein Medipack. Nochmal so eine Kiste. Ich weiß nicht, wie viel Munition haben wir denn mit dem da noch? Im Game ist doch nur. Macht sich hier noch. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier am Strand weiter. Ach, da haben wir noch welche. Ist ja schön. Ja, und sehr schön ins Wasser gefahren. Die haben natürlich noch mal Munition, die Jungs. Nur nicht zu nah an das Feuer rankommen. So, jetzt sind wir schon etwas besser bestückt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war denn der letzte Speicherpunkt? Ah, bei dieser Straße da oben. Okay. Okay, okay. Dann soll ich mal weiterfahren. Ich frag mich gerade, soll ich mir wirklich hier am Strand entlang fahren? Schauen wir einfach mal da hoch. Jo. Ach, hier, was steht denn da? Nein. Hab ich dich! Tschüss. Noch jemand? Nein. So. Nehmen wir noch hier die Munition mit und da die Munition mit und war da nicht noch einer? Haben doch sonst immer drei. Ah, wie weit seid ihr weg? 700 Meter ist ja ein Scherz. So, der hat natürlich wesentlich mehr Ammo als der andere Truck. Speichere spielen, sehr schön. Da stehen sie, die zwei Helden, und gucken recht sparsam. Erlösen wir sie doch von ihrer Wache. So, die lasse ich aber liegen. Ich gebe jetzt erstmal Vollgas, denn wir haben hier ein ziemliches Problem am Hals. Ups. Nicht gut. Das war gerade ziemlicher Schwachsinn, den ich da... Oh, oh. Verzeppt habe. Noch eine Granate dahinter, aber da kam noch so ein Truck. Sag ich doch. Ich hoffe, ich erwische jetzt den Schützen. Erwischt. Was war das? Ich habe hier eine Kugel. Und ich habe auch eine Kugel extra für dich. Irgendwer sieht uns noch. Und ich glaube, da drüben fuhr ein Boot. Boot mit Raketenwerfer. Sehr unangenehme Sache, das. Moment mal, ich guck mal kurz. Ach. Kann ich den so treffen? Nee, ist zu weit weg. Das versuche ich lieber gar nicht erst. Ich schaffe jetzt lieber deren Truck. Den alten habe ich noch stehen lassen, weil der so gut wie kaputt war. Ja, da ist das Boot und einfach Gas geben. Gar nicht gucken, einfach Gas geben.
ist. Fahr schon, bevor die Rakete hier einschlägt. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Speichere Spiel. Danke. Aber wo muss ich denn eigentlich hin? Ich sehe hier nichts. Habe ich da gerade was überfahren? Oh ja, tatsächlich. Ha, sorry. Granate! Wow. Und wo kam die denn? Von hier. Uiuiuiuiui. Ja, hier geht's ja richtig zur Sache, was? Moment mal, den könnte ich doch von hier aus. Ich sehe den ja. Könnte ich mal. So, wie ihr sehen könnt, wenn das Fadenkreuz rot wird beim Schuss, heißt das, wir haben getroffen, aber er ist halt noch nicht tot. Ups. Na, komm. Ja, gut, der ist elendsweit weg. So, Flugzeugträger da unten. Okay. Dann schleichen wir uns doch mal an den Flugzeugträger ran. Kann ich eigentlich so... Speichere Spiel, das ist schön. Da gibt es übrigens noch einen kleinen Spielfehler in Far Cry, selbst in der Version 1.1. Wenn haufenweise Söldner hinter euch her sind und ihr gerade einen Checkpoint erreicht, wo das Spiel abgespeichert wird, dann ladet diesen Checkpoint einfach. Denn nach dem Ladevorgang verfolgen euch die Söldner nicht mehr, selbst wenn die direkt hinter euch stehen. Okay, Doyle, ich sehe den Flugzeugträger. Aber wie komme ich da rein? Ich war zwar nur einmal dort, aber ich glaube, er hat an der Seite ein Loch, durch das man in das Innere gelangen kann. Auf dem Weg. Ja, da ist besagtes Loch, hier Fadenkreuz. Nee, diese Söldner, die verfolgen euch erst dann wieder nachladen des Checkpoints, wenn sie euch gesehen haben. Und apropos gesehen. Der Typ hat einen Raketenwerfer auf dem Rücken, das ist nicht schön. Mann, ein uralter Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man auch zwei Burschens. Was?